Leibel vanuit dem Ort, aus Dalle Bauerhause. Ja, ihr denkt euch sicher, was macht ihr wohl auf dem Feld mit dem Tarup hinten angehängt? Der ist ja wohl verrückt, der da Mitte Dezember. Schlägle ich da meine Facelia ab. Warum mache ich das? Ich will hier nächstes Jahr Kartoffeln pflanzen, fluglos und eventuell Bodenbearbeitung mit einer Umkehrfräse machen lassen, weil zum Teil ist es da recht steinig. Und damit da nicht zu viel Grünmasse herumliegt, zerkleinere ich jetzt das Facelia mit dem Tarup. Mit dem Seppimulcher des Maschinenring fertigen. Und da ist noch das Problem, der war ja schon eingewintert, gewaschen, geschmiert, eingeölt. Und jetzt habe ich den da bei meinem Nachbar aus dem Wagenschopf herausgeholt. Und muss da jetzt den dann wieder einigermaßen sauber reinigen und schnell einölen, damit die Maschine gut konserviert ist. Bis in den Frühling. Und vorne dran ist mein 311er. Ja, ich fahre da nur 6 Stundenkilometer. Weil ich will da eine gute Häckselarbeit erreichen, nicht, dass die Maschine nur oben über das Facelia rüberfährt, dass es auch tief unten Stauden hochnimmt und zerkleinert. Ich da meine Arbeit unterbrechen. Jetzt habe ich gerade via SMS eine Störungsmeldung meiner Schnitzelheizung bekommen. Schnell nach Hause fahren. Denkt dann halt ein langes Stück Holz verklemmt. Das rausnehmen und wieder Heizung starten. Gut, dass ich da eine Störungsmeldung habe. So merke ich es nicht erst, wenn die Heizung alles kalt ist, sondern wenn das Problem gerade passiert. Ja, da blinkt es rot, die Heizung wird gekühlt. Wird da heruntergefahren.